Ist das bei dir so ein Ding, dass du was vorgelesen haben willst als gute Nachtgeschichte? Was ist so böse? Möchte wieder die JVA raiden. Okay. Ah! Das ist wie von Harry Potter. Gleis 9¾. Wenn du... Ja. Alles klar, oder was? Voller Lachs. Bereit! Bam, Junge! Bin da! Wo drückt der Schuh? Okay. Ich auch hoffe. So, was haben wir hier? Bankkorb. Was? Was? So ein Standardding, wo wir eigentlich gleich wieder abhauen können. Was sagen die denn? Mein Abzug. Okay, wie viele Geiseln? Drei. Ja, drei. Wie viel haben die verlangt? Mittlerweile, glaube ich, nur noch eine, oder? Jetzt gerade haben sie nur noch eine, richtig. Wie viel Geld haben die denn verlangt? Und der bringt das Geld wieder weg. Soweit ich mitbekommen habe, 70.000 haben die bekommen. Die sind ja voll bescheuert. Die können 300.000 verlangen, denen ist das bewusst, oder? Dem ging es um das Geld für die Dinge aus der Bank und dann halt freien Abzug zu bekommen. Okay, Geld aus der Bank, freien Abzug und dafür für die Geisel kein Geld. Doch, für eine Geisel haben die, glaube ich, Geld bekommen, oder? Für eine Geisel 70.000, für eine freien Abzug und was war für die andere? Weiß ich nicht. Die letzte wahrscheinlich, dass wir Liegestütze machen. Okay. Ich denke, dass sie auch ein gewisse dadurch ein bisschen wissen, einfach durch den Geruch. Ja. Dass wenn ich hier aufschlage, die das mit einer gewissen Windrichtung schon riechen. Sind Tänzer. Da kommt dieser gewisse Moschusduft, ne? Ja, genau der. Aber dieses Wilde. Ne? Wild Anada-Feld und wendig. Feeling. Ja, so stämmig, robust. Agil! Ganz genau, agil. Also ich rieche gerade nur Bratwürstchen. Was? Ich rieche gerade nur Bratwürstchen. Das ist tatsächlich mein Pulli. Ich hatte heute den Pulli an zum Grill und ich bin Würstchenfreund. Und mir ist eine Wurst. So ein richtiger Würstchenfreund. Und mir ist tatsächlich eine Wurst mit ein bisschen Senf auf dem Pulli gekleckert. So. Eine schöne, fettige Wurst. Es war tatsächlich eine Bison. Ah, zusammen. Bisonwurst, die mag ich besonders ganz gerne. Ich hatte auch tatsächlich damals, als ich 11 Jahre alt war, in der Jugend, war ich tatsächlich auch in Kanada, wurde ich ausgewildert. Hatte mir damals mein erstes Bison mit 11 auch gejagt, zur Strecke gebracht, nur mit dem Ast. Mit dem Ast. Da habe ich es niedergeschreckt. Dann habe ich es zerteilt mit den Zehen. Habe ich mir ein Lagerfeuer gebaut, darüber gehängt und in die Keule reingebissen. Ah! Wie hast du das Lagerfeuer angemacht? Wie ich es angemacht habe. Wie haben sie nochmal gemacht? Ja, was denn? Ja, sag jetzt an. Ich habe ein bisschen Holz genommen, dann habe ich einen Stock genommen, geguckt, dass sie richtig trocken sind, ein bisschen rein in den Stock, schon vorher ein bisschen, dass ein bisschen Holz da rauskommt. Dann habe ich den gerieben und gerieben und gerieben und gerieben und dann ging das Feuer an, Alter. Meine Fresse. Ja, was? Was für ein Geräusch haben sie nochmal gemacht? Wie ich das Bison gebissen habe, in die Keule rein. Ne, gerade war ein bisschen anders. Nee, es war genau so. Weißt du, wie ich ein Lagerfeuer anmache? Wie machst du denn Lagerfeuer an, Sentenza? Pisse drauf. Boah. Aber weißt du, wie es dann angeht? Wie geht's an dann? Weißt ja, durch meine Adern fließt Lava. Und wenn ich pisse ich Lava. Ich verstehe. Können wir einmal ganz kurz sagen, dass wir die Schlüssel dazu verlegt haben? Wir müssen gucken, wo die sind. Na, Herr Hurt, es läuft gerade echt gut. Wir sind fast durch. Sagen Sie jetzt jemanden, der sich da ein bisschen querstellt, wäre nicht angebracht? Nee. Das Ding ist, das zählt zum freien Abzug und wir haben jetzt gesagt, wir schieben den hier einfach nur noch hinter. Okay. Also Sie müssen sich auch immer ein bisschen querstellen, ne? Das wissen Sie. Haben wir schon. Wir haben vorhin auch das Geld echt extra runtergehandelt. Ja, okay, sehr gute Arbeit. Gute Arbeit. So, ich hätte da mal einmal ganz kurz eine Frage wegen dem BMW. Haben Sie die Autoschlüssel für den BMW einmal? Was für ein BMW? Ja, den kann ich Ihnen geben, Herr Hort. Der da steht. Ich krieg den nicht auf einmal. Ach so. Bitteschön, Herr Hort, hier. Mit denen sollte es klappen. Dankeschön. Ja. Die nächste Geisel. So. Entschuldigung, der Herr. Ach, Herr Hort, bitte nicht. Ich habe jetzt einmal getauscht. Ist das in Ordnung oder soll der Dodge da jetzt auch weg? Nee, der Dodge soll bitte einfach. Ich mach das selber. Was denn? Sind Sie Herr Morningstar? Jo! Ah! Dieser verdammte Schlampe, Mann! Michael. Raus mit der da! Raus! So, einmal zur Seite. Ich muss die einmal bearbeiten da. Schieb die Karre weg da! Die ist zu fett. Na, jetzt reicht's. Sein Tänzer, schieb den Wagen weg, Alter. Zur Seite mit euch, bevor ich hier aushole mit dem Golfschläger. Da wollt ihr nicht dabei sein. Was fährst du mich an? Hä? Was fährst du mich an, Alter? Hau ich dir einen rein. Mama, hast du eine Macke? Ich hab's dir gesagt!
Fenster! Sobald die Person flüchtig ist, sofort. Ich hab übrigens geben! Oh mein Gott. Ich hab's dir extra gesagt, Alter. Boah, Felsenertäter. Wo sind die Felsenertäter, wenn man sie braucht? Holt mal schnell eine Sani. So blöd kann keiner sein, wirklich. Sofort die Geiseln, oh Gott. Könnt ihr. Was denn passiert? Ja, der ist. Im Golf steht rein. Er sagt, er holt Tor! Platzwunder im Kopf. Er sagt, er holt Tor! Okay. Kriegt er zweimal. Ein Obstbild! Meine Fresse, ich habe eben gerade nur noch Flachstahl gesehen, ey. Ja, nichts kann ich aufhalten. Nur Hort und okay. Golfschläger. Hort an Kollegen, ich habe ein Heli, wo soll ich hinkommen? Einfach mal das Gebiet überfliegen von den Kollegen, um zu gucken, ob sich da irgendwo versteckt. Herr Hort, ich begleite Sie mal. Ja, kommen Sie mit. Ich bin Excel, also mir ist noch nie irgendetwas passiert, Herr May. Sie müssen sich gar keine Sorgen machen. Ich bin der, also ich würde mich einschätzen, dass ich der beste Pilot in Hortmund bin. Wer ist das denn da, Alter? Wo denn? Oh! Na Herr May, wie sieht's bei Ihnen aus? Sind Sie zufrieden als 4-Sterne-General? Ja, natürlich gibt's noch einzelne Sachen, die einen stören. Ja, das wird ja immer so sein, May. Das ist dir schon bewusst, oder? Ja, natürlich. Ja, gut. Also hast du noch Bock weiterzumachen mit mir und Sentenza? Wieso denn auch nicht? Ja, sag's mir, wieso denn auch nicht? Jetzt frage ich ja Sie. Nee, ich frag Sie das. Für mich spricht da nichts gegen. Ja, meine ich doch. Schauen Sie sich mal den Sonnenuntergang an, May. Ja, ist schon. Gefällt schön. Ihnen das? Auf jeden Fall. Und das in meiner Gesellschaft? Na klar. Na klar. Herr Hort, also professioneller Kampfpilot, danach sieht das hier noch nicht aus. Was meinen Sie damit, Herr May? So eine Landung oder so müsste schon ein wenig aggressiver passieren. Ja, aggressiv müssen wir jetzt nicht machen gerade. Wir müssen ja erstmal sicher auf den Boden kommen. Also das hier war jetzt sehr, sehr entspannt. Ich kann auch mal den Eurocopter rausholen und zeigen, was ich drauf habe. Na, den haben wir ja nicht mehr. Ja, Sie haben den nicht mehr. Sie ebenfalls nicht. Oh, ich habe den noch. Hort, wir waren vorhin beim neuen Verteidigungsminister. Ja, was hat er gesagt? Und beim Bundeskanzler. Wir wurden gestern, also die Bundeswehr wurde gestern von dem Platz, wie die ganzen 3 Tage jetzt schon, regelrecht abgeschlachtet. Bitte? Hort, ja, wir wurden gestern wirklich regelrecht abgeschlachtet. Genau. Und ich habe das Ganze durch Glück überlebt. Okay. Daraufhin habe ich mit dem Bundeskanzler, mit dem Verteidigungsminister und mit dem Innenminister, mit May zusammen, einen Gegenschlag besprochen, der aber nicht in Form einer Razzia aussieht, weil eine Razzia bringt nichts. Und da ist mir eine Idee gekommen. Das größte Problem daran ist aber, ich kann es Ihnen nicht erzählen. Ah, ich verstehe. Ja. Das ist das allergrößte Problem. Und das ist auch das größte Problem bei allen anderen Einsätzen, die wir haben. Ja, meinen Sie? Ja. Weil bei dem Massaker gestern, wo wir angefahren sind, wurden wir schon mit Mittelfingern zeigen von denen begrüßt. Mhm. Die wussten ganz genau, wann wir kommen, mit wie vielen wir kommen. Und die haben sich auch schon so auf den Dächern platziert ringsrum um die Staatsbank, dass wir ja sozusagen eingekesselt in der Todeszone gewesen sind. Danach wurde ein kurzer Waffenstillstand eingelegt. Nach diesem Waffenstillstand ist es ja normal, dass man sich erstmal sammeln muss. Mhm. Und beim Sammeln war ein Platz schon aus wieder mysteriösen Gründen schon wieder auf einem Dach drauf, wo unser Sammelpunkt gewesen ist und wir wurden wieder hingerichtet. Wissen Sie, Sentenza, die Sache ist natürlich, das dürfen Sie nicht vergessen, das passiert natürlich alles in meiner Abwesenheit. Weil in meiner Anwesenheit passiert sowas nicht, weil ich den Dingo habe. Ja, genau. Und da hatte ich jetzt auch mit dem Herr Brooks gesprochen, was wir ja auch schon besprochen hatten. Mhm. Das war den Dingo gegen eine Einheit, weißt du? Eintauschen, ne? Ja. Und der Herr Brooks hatte einen guten Vorschlag. Statt dass wir irgendwie Ausrüstung, also klamottentechnisch, hatte er einen Vorschlag, ein Einsatzschild, was gegen starken Beschuss Widerstand hält. Auch gut. Das hatte er vorgeschlagen und das hatte ich jetzt vorhin nochmal besprochen. Und, der Verteidigungsminister hat auch diesmal da mit zugehört. Ja, und ich hoffe, dass das auch Früchte trägt. Also erstmal, der Dingo ist ja in meinem privaten Besitz. Die Bundeswehr hat kein Dingo. Ich habe ein Dingo.
Ich bin auch irgendwo die Bundeswehr, aber der Dingo kam in den letzten 2 Wochen gar nicht zum Einsatz. Was ich auch gut fand. Natürlich ist das gut. Wenn das ich jetzt gut. aber höre, dass die Platz das natürlich auch ein bisschen ausnutzen, dass genau in der Zeit, wo ich nicht da bin, dann wieder Krawalle ist, da habe ich eigentlich direkt schon wieder richtig Bock, mit dem Dingo bei denen vorzufahren. Ja, aber ich habe jetzt Bohlen bis zum Gegenschlag, dass wir die Platz in Ruhe lassen. Die glauben lassen, dass die gegen uns gewonnen haben. Wenn die irgendwas planen und die Bundeswehr rückt nicht an, können sie ruhig denken, wir haben die Bundeswehr zerschlagen, die kommen jetzt nicht mehr. Und der Gegenschlag kommt. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Partei, die sich gefühlt auflöst, auch die Platz sind. Ja, gut, wenn Sie gerade vom May gehört haben, 2 Polizisten und er wurden wiederbelebt. Die Polizisten wurden die Waffen entnommen und nach dem Platz, den die Waffen weggenommen haben, wurden sie nochmal wieder erstochen. Ja. Lassen Sie mich ganz kurz einmal meine Theorie äußern. Die Platz waren vor ein paar Monaten die Fraktion, die Gang, die wirklich sehr, sehr viel Zuwachs bekommen hat, beziehungsweise die in einer kurzen Zeit sehr, sehr stark wurde. Und die Platz haben mit den Lost aus meiner Sicht die meisten Waffen hier in der Stadt. Und wenn diese Waffen weg sind, ist das, glaube ich, ein großer Moment, wo sich viel entscheiden wird für die, weil ein Sepp Maier ist von denen weggegangen. Ein Mujo ist von denen weggegangen, was für ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass nach und nach bei dem Platz es anfängt zu bröckeln. Wissen Sie, wann ein Wildtier am lautesten schreit? Wenn es stirbt. Hey, ja, hey, Carsten, wie geht's, Frank? Gut, Mann, wie geht's dir heute? Ja, meine 4-Sterne-Generäle haben mir nicht so gute Sachen berichtet aus den letzten 2 Tagen. Ich mag die 2 auch nicht. Wie, die magst du nicht? Naja, so sehr wie die mich mögen, mag ich die wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, was sie erzählt haben. Deswegen steht auch die Polizei, denke ich, oder? Das weiß ich nicht. Frage ist, wenn du die nicht magst, warum wartest du denn nicht auf mich, bis ich da bin? Du hast gar nicht eingeladen. Ich war hier mal mit Adam sprechen. Genau das, was jetzt passiert ist, wollte ich bezwecken. So, meine Leute wussten nicht, meine Leute wussten zu jeder Zeit, dass wir keine Razzia machen. Und trotzdem ist an euch eine Information herangetragen worden, dass wir eine Razzia machen. Ich hab dir aber gesagt, was vorher noch passiert ist alles. Ja, ja, das macht es für mich rund, das verstehe ich. Ich wollte euch damit nur sagen, dass auch dahingehend meine Leute irgendwie so aufs Glatteis geführt werden, um herauszufinden, wer korrupt ist und wer nicht. Ne? Deswegen. Ich musste dieses Auftreten machen, um der ganzen Sache nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Es war nie meine Absicht, hier irgendwie ein Gefahrenpotenzial irgendwie hervorzurufen oder so. Ich will euch nur sagen, wir sind der Staat. Wenn eine Langwaffe gesehen wird irgendwo, egal wo, ist mir scheißegal wo. Und wenn es bei meiner Oma auf Toilette ist, dann werde ich dem nachgehen. Herr Hort. Ja? Verdammte Scheiße, wie fühlt es sich jetzt an ohne Dingo, ha? Wie es sich ohne Dingo anfühlt? Sie. Soll ich kurz meinen holen, oder? Ich hab den letzten Sommerwürfelpark gesehen. Gar kein Problem, ich weiß nur, ja, holen Sie, komm, holen Sie, Dingo. Oder was meinst du denn jetzt? Ja, Sie verstehen so meine Frage, alles gut. Ach so, ja, okay. Hätte mich schon gewundert gerade. Ich wünsche Ihnen was, die Herren. Hau rein, Arno. Ciao, ciao, ciao. Adios, adios. Adios. Bord auf mein Bord. Na klar. Jo, peace. Peace out. Carsten, eventuell sprechen wir uns nochmal irgendwie beim Dinner, oder? Und machen uns gemütlich. Unten am Strand und Vespucci ist ein schöner Italiener, ja? Ja, dann wird's mal Zeit. Italienisch. Wir beantragen gerade eine Razzia bei der Lost. Bei dem Platz. Nur, dass du Bescheid wirst. In diesem Moment gerade? In diesem Moment. Wir fahren ab. Ja. Wenn wir einen Befehl kriegen, dann komplette Manpower auch von der BW. Okay, klar. Ja, wir fahren jetzt erstmal ab, gemeinsam ins Präsidium, gucken, ob sich da was bis dahin ergibt. Wenn sich was halten Sie? Ich wollte mich mit Herrn Castle auf ein 4-Augen-Gespräch treffen. Was halten Sie davon, wenn ich den Kopf der Schlange zum Vespucci locke? Und dann machen Sie die Razzia. Können wir auch machen. Aber noch nichts nach außen. Lassen Sie uns erstmal versuchen. Alles gut. Sie haben meine Nummer, oder? Ja. Ja gut, dann rufen Sie mich einfach gleich an. Ich fahre so lange zur BW-Dienststelle. Okay, super. Ramirez? Bitte. Ramirez! Ja. Was hast du da mit der Tür gemacht jetzt? Sie sind rückwärts gefahren. Ich hab Ramirez, hast du die Tür nicht zugemacht, ne? Ich war dabei, die Tür zu machen. Auf meinem GT, hä? Herr Burz, ich habe mal eine Frage. Wie hast du es eigentlich zum Schafsfeldwebel geschafft? Ich habe sie angerufen. Sie haben gesagt, ist kein Problem. Generalleutnant Meier. Sentenza, würfel mir mal eine Bundeswehrfrage an den Kopf. Hau mal eine raus da jetzt. So was Kniffliges oder was Einfaches? Ah, was gut ist. Mach mal einfach, komm. Einfach? Was gut ist da jetzt? Zack, komm. Okay. Burz. Ja, bitte. Wie lang darf hier bei der Bundeswehr
Wie lang ist die Pausenzeit zwischen Streifen- und Observierungsfahrten, wenn man mindestens 45 Minuten im Dienst gewesen ist? Herrn Sentenso. Mhm. Also ich kann Ihnen sagen, wie ich das mache. Ich mache immer so Viertelstunde, verstehen Sie? Einfach mal runterkommen, ein Rauchen, verstehen Sie? Was ist die Antwort, Sentenza? Ja, 15 Minuten, du hast es richtig gesagt. 10 bis 15, ja. Scheiße. Wir machen jetzt gleich eine Razzia, wirst du die Fahrzeuge satteln und die Razzia findet beim Kalikartell statt. Wenn die es wagen, überhaupt irgendwas zu machen, wenn man so vorfährt, dann sind sie schön doof. Wie wollen wir die Razzia machen? Ist das jetzt besprochen? Wirklich eintreffen, zack, festnehmen, ohne Gerede oder vorher quatschen? Nee. Richtig hart ran. Richtig anfahren, aussteigen, gleich festnehmen, ohne Gequatsche. Genau. Was ist all? Wir müssen bei euch mitfahren. Ja, dann los. Wir müssen mitfahren. Los, einsteigen. Zu tanken. Ja, dann los. Oh Mann, ey. Weil wir euch den so voll machen, ich habe einen Benzinkanister dabei. Aha. Gut, nochmal an alle Kollegen und Kameraden, sollten wir am Anwesen eintreffen, sofortige Festnahme der Leute dort vor Ort, wird nicht gequatscht mehr, gar nichts mehr, gleich festnehmen, sollten die schießen, schießen wir sofort zurück. Die Razzia wird bei dem Land stattfinden, ja? Bitte rundum absichern und volle Gewalt vorgehen. Sentenza, du hast das Kommando. Ja, habe ich schon durchgefunkt, ja? Keine Gnade, wenn die schießen, schießt ihr sofort. Alles zugestellt hier? Ja. Durch da. Durch. Ich ramm da auch mal auf, Emma. Ja. So, die haben das wahrscheinlich aus irgendeinem Grund mitbekommen. Hiermit spreche ich, General Sentenza, den unmittelbaren Zwang der Bundeswehr. Sollten Sie sich den Maßnahmen der Bundeswehr und der Polizei nicht fügen, wenden wir sofortigen Schuss gegen Personen durch. Schussbefehl frei. Die das her wussten. Ist mir scheißegal. Also das ist wirklich, Es wird auf alles, was mit Platz zu tun hat, habt ihr freien Schussbefehl. Freier Schussbefehl auf alle Platz, die haben das Feuer eröffnet. Als gestaffelte Mannschaft bitte in die Platzhut einrücken, gebt euch gegenseitig Rückendeckung, der Dingo versucht auch Rückendeckung zu geben. Ist das da oben unserer? Nein. Platz. Hier sind überall Platz. Oh. Ach, guck mal da. Ja, da oben. Die sind nicht von uns, ne? Nee. Wenn's möglich ist, bringt mir den Parcel leben. Hab ein. Also einer mit dem Blatt so oben drauf auf dem Dach, der andere im Laden drin. Immer noch unterer und mittlerer Balkon. Ihr müsst auch unten in der Garage bleiben. Jungs, wir sind in der Garage. Wir brauchen. Ich sehe aber immer wieder welche rauslaufen. Im 24-7 ist noch einer mit einer Schrotflinte vor sich. Ja, informativ werden wir uns. Ich hab gerade einen Rufer. Das war knapp. Genau, an die restlichen Polizisten, sammelt euch doch bitte in der Garage von der Platzhut. Egal wo. Mittlerer Balkon habe ich auch. Ja, und der im Laden lebt auch noch. Der im Laden ist, der ist agil. Wie sieht's innen drin aus, Sentenza? Sentenza habe ich wiederbelebt, der ist aktuell kampfunfähig. Wir haben hier keine Chance. Was bedeutet das? Dass hier auch wieder mal ein Selbstmordkommando wäre für uns. Wir sind hier in der Garage, müssen durch den Zwischengang durch, da kommen wir rein. Und der nächste Gang zur Treppe hin, da stehen die Platz so versteckt, dass sie, man kommt nicht weiter. Sobald wir in den Gang reingehen, sind wir tot. Ein Vorrücken ohne weiteres Material ist nicht möglich. Können wir nicht die Platz, die liegen, durchsuchen, die Waffen mitnehmen und dann abziehen? Ich glaube, wenn wir anfangen, die zu durchsuchen, sind wir, im Gebäude befinden sich 5 Personen. 5 noch, okay. Nochmal zur Nachfrage, in dem Laden hier vorne bei der Platz, ist da jetzt noch einer drin oder nicht? Der ist da drin, der überlebt uns alle, ich schwör's euch. Bumuckel, von welchem Dach sind sie runtergesprungen?
Ich bin nicht runtergesprungen, ich bin über den Heli mit dem Fallschirm auf dem Balkon gelandet. Da habe ich dann zwei Leute erledigt und sehe jetzt nochmal zwei Leute im Flur. Voraussichtlich dann noch zwei Leute. Du bist ja wohl ein ganz krasser, oder? Wie hast du das denn geschafft? Ja, können Sie einmal mich begleiten da jetzt? Ich gewähre Ihnen eine Eskorte. Beine in die Hand. So, ich begleite Sie in die Garage. Kommen Sie. Fahren Sie direkt hier rein. Herr Hor, denken Sie dran, dass in diesem scheiß Laden wahrscheinlich noch einer drin sitzt, ne? Ich hab den Laden im Blick. So, Sanitäter sind jetzt in der Garage. Herr Hor, ich werde mich jetzt um die Person in dem Laden kümmern. Ich geh da jetzt rein. Ja, dann los. Aha, Vorsicht! Nicht, och man, jetzt meine Schussweste weg. Haben Sie noch eine Schussweste? Tatsächlich nicht. Aber soll ja auch nicht so einfach sein. Jetzt mit der Der im Laden macht uns immer noch Sorgen. Naja, ich versuch's gerade selber in die Hand zu nehmen. Einen Moment. Ich hole eine Schrotflinte. So, ich bin wieder geholt worden. Wie sieht's da aus in dem Laden? Ist der geholt worden? Oder? Nee, ich habe gerade eine Pumpgun geholt. Meier, lassen Sie uns das mal zusammen machen. So wie das aussieht hier, ist Frank Castle gefallen. Na, haben wir der Schlange den Kopf abgeschlagen, ist gut. Ihr habt eine gute Position, Sentenzer. Ich habe hier einen hinter der Theke. Wenn wir von unten versuchen, hochzupushen. Ja. Das ist Selbstmordkommando, weil das bringt nichts. Okay. Die stehen so verwinkelt, dass sobald wir in einen Raum reingehen, sind wir weg. Okay, aber dann lass doch nochmal hier den Typen jetzt aus dem Laden holen. Den aus dem Laden? Ja, komm. Wo ist der? Hinter der Theke oder hinten im Raum? Okay, also unten im Laden gab auch keinen Sinn, ja. Digga, der hat keine Ahnung. Ich habe hier den Laster mitgenommen, da sind über 1000 Waffenteile drin. Bitte? Hier sind über 1000 Waffenteile drin, den habe ich von denen abgezogen. Müssen Sie mal reingucken. Gute Arbeit, Kamerad, gute Arbeit. Wir sind jetzt im Doppelstück vorgepusht. Hä? Wir bräuchten einmal Wärme, rechts oder links von der Tür. Alle Generäle gefallen kommen. Nee, Hort ist noch da. Bei dem Overwatch auf der Straße steht einer mit einer Blatthose hinter dem Overwatch. Wo wenn genau? Zurückfahren, hinter dem Overwatch auf der Straße, wo sie eben hier lang gefahren sind. Was ist denn bitte denn? Runtergerannt oder so. Der fährt den Pullwagen. Ich bin gerade allein selber. Hm.